Und nach der Besichtigung habe ich gedacht, es ist vielleicht ein bisschen ruhiger, es könnte schneller werden, aber die Bilder zeigen mir, dass es nicht so schnell ist. Ich werde mich überraschen lassen, was da passiert. Ja, Sie sind jetzt gleich, als das Rennen weitergegangen ist, zum Bildschirm gelaufen und haben sofort die Rennbilder angeschaut. So ein Sturz, wie stark beeinflusst er Sie jetzt vor dem Rennen? Ich bin froh, dass ich den Sturz nicht angeschaut habe. Ich habe den ersten Läufer, den ich gesehen habe, war Benny Reich mit der Nummer 3 nach dem Unterbruch. Und ich habe gesehen, was ich eigentlich schon wusste. Der Sprung im Ziel, der trägt einem schon 5 Meter vor der Kante weg. Da hat es eine ganz kleine Kante schon hinten und das muss man wissen. Und dann hoffe ich, es wird kein Problem sein. Wir wünschen Ihnen das. Vielen Dank, alles Gute für das Rennen. Manuel Osborne Paradis, der nächste Kanadier, ist mittlerweile unterwegs. Rückstand in etwa eine halbe Sekunde. Vielleicht haben Sie es noch gesehen, unten rechts eingeblendet, meine Damen und Herren. Hat Informationen bekommen, Sie haben es hören können über Funk vielleicht auch, als wir Ihnen vorhin John Kutschera gezeigt haben, der natürlich sofort dem Teamkollegen, den Freund, gesagt hat, die beiden haben ja das gleiche Zimmer im Weltcup, wo er aufpassen muss. Aber Osborne ist halt in diesen langgezogenen Radien, in diesen Passagen, einfach nicht mit genug Druck unterwegs gewesen, um hier ganz nach vorne fahren zu können. Kilometer schneller sind nicht so schnell wie die vor ihm heruntergekommenen Österreicher. Bleibt auch deutlich hinter dem guten Freund John Kutschera zurück. Manuel Osborne Paradis. Und jetzt kommt er, Hermann Mayer. Ralf Schumacher haben wir unten erkannt. Zwischen vielen, vielen Prominenten, meine Damen und Herren.